Hallo meine Lieben, wir grüßen euch ganz herzlich da draußen. Und zwar, wir machen das Video, weil uns so viele Leute gefragt haben, was zwischen dem alten Aera Lufterfrischer und dem neuen jetzt so anders ist. Deswegen machen wir euch ein schönes Video und zeigen euch alles, was der Unterschied ist. Ja, super, die Sandra hat den alten Aera hier stehen, ich habe den neuen, ihr seht anhand der Verpackung, ist eigentlich nichts anderes groß, oder? Außer da das Bild sehe ich gerade, hier ist ein schönes Bild mit dem See, ja. Und, aber ansonsten ist nichts anders. Nichts anders, aber die Größe schaut her, ein bisschen, ein Millimeter, ja. Griff ist auch noch gleich geblieben, ja. Packen wir mal den schönen Aeras aus und dann schauen wir mal, was der Unterschied ist, gell? Was der Unterschied ist. Bedienungsanleitung, wie gehabt. Und die Katze muss natürlich auch wieder mit ins Bild, ja, unser Superstar. Und Verpackung eigentlich fast gleich, ja, nur dass es ein bisschen eckig ist oben. So. Einmal. Packen wir das wieder schön zusammen. So. Ah ja, das sieht man schon mal gleich. Rund und eckig. Genau. So. Gehen wir gleich auf die Bedienungsanleitung ein. Ich habe hier so ein kleines Büchlein, das hat jetzt 25 Seiten. Ja. Ist schön aufbearbeitet. Ich habe das euch auch schon im letzten Video gezeigt. Ja. Mit einer kleinen Bedienungsanleitung zu den technischen Daten. Was hast, also ich habe hier Power 13 Watt hat der. Ich glaube, das ist genau dasselbe beim alten. Genau. Genau. Dezibelzahl habe ich hier ungefähr, je nachdem wie viel Wasser drin ist, bis zu 45 Watt. Was hast du? 45 Dezibel, ja, Entschuldigung. Bei mir auch, genau. Genau. Und 2500 Umdrehungen habe ich von unserem Rotationszerstäuber. Das ist bei mir genau dasselbe. Beim genau. Alten sind auch 2500 Umdrehungen und pro Minute. Gewicht habe ich hier 1150 Gramm, steht das hier auch drin? 1115. 15, ja, ein bisschen schwerer ist er. Und ich habe hier maximales Wasser 2,4 Liter. Und was bei hast mir du? Sind's, das steht. Steht nicht dran. Ist aber weniger auf jeden Fall. Das ist hier nicht aufgelistet. Ich glaube 1,5, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Der hat 20 x 21 x 23 cm Größe. Was steht hier drin? Bei mir steht, das genaue Größe steht hier auch steht nicht, nicht drin. Ist nicht explizit erwähnt. Ja, aber der ist auch um die, ich glaube 21, sowas tief. Ja, genau, sowas. Das wird der schon ist passen. Ein bisschen tiefer. Der ist ein bisschen niedriger, genau. Ja, genau. So, aber sonst alles das gleiche zum größten Teil. So, kommen wir zum Optischen. Der ist ein bisschen eckiger, der runder. Wenn wir den mal hochheben, hier können wir zwei Teile. Hier haben wir beim alten drei Teile. Genau. Wie richtig. Fandst du das von der Handhabung immer? Also ich muss sagen, der neue gefällt mir von der Handhabung her besser, aufgrund dessen, dass wenn man Wasser einfüllt, man immer das irgendwo ablegen muss. Wenn man es jetzt auf einem schmalen Tableau steht hat, ist es immer ein bisschen schwierig gewesen. Da gefällt mir der von der Handhabung besser, weil man den einfach besser zur Seite legen kann. Dann, genau, ja. Ihr seht es ja hinten zum Beispiel, haben wir ja auch das auf dem Regal stehen. Das ist einfach dann schwierig, immer den Wasserwechsel zu machen. Ja, man kann das zwar dann zwar auch so draufstellen, ja. Aber es ist halt auf kleinen Flächen immer sehr schwierig. Genau. Ja. So, dann haben wir hier unseren Zerwirbler. Den konnte man früher, ich weiß nicht, ob das bei dem neuen auch geht, wegdrehen. Ja, das geht hier auch. Wenn man es ganz leise haben will, das wissen wenige, einfach nach links leicht drehen und dann kann man den auch zum Beispiel hier drin putzen. Das ist genau der gleiche, auch von der Größe her, ja, oder? Da hat sich nichts geändert. Ja. Genau. Das haben wir beibehalten. Einfach nur eine kleine leichte Drehung nach links und zum Festdrehen nach rechts, genau. Bis er wieder einrastet. Ja, genau. Hier sehe ich auch einen kleinen Unterschied. Das ist weißlich und hier ist gräulich. Mir ist manchmal aufgefallen, dass das hier ein bisschen zum Putzen schwieriger ist. Das stimmt, weil man hier glatte Fläche hat, das ist besser zum Putzen. Aber normalerweise sollte man ja sowieso destilliertes Wasser verwenden, damit man kein Problem mehr mit Kalk hat. Genau. Genau. Also wenn man destilliertes Wasser verwendet, ist sowieso eigentlich gar kein Problem mit dem Kalk da. Genau.
Kleiner Tipp von unserer Seite. Hier sehe ich auch den LED-Streifen. Ja. Genau, und der ist jetzt beim alten unten im Boden. Genau, der hat, ich weiß gar nicht wie viele Farben, ich glaube 16 irgendwas oder 24, aber nicht sehr viel zur Auswahl. Nagelt uns nicht fest, ja. Das zeigen wir euch nachher. Und hier haben wir ein paar Millionen zur Auswahl. Ja. Das ist halt so, wie die Technik in den Autos ist. Und deswegen ist es ganz gut. Dann füllen wir mal Wasser ein. Wir haben das schon vorbereitet. Ja. Ja. Einmal kurz Wasser. Das ist wie beim Marki Kochstudio bei uns. Ja. Wir sind vorbereitet, dass ihr das auch live seht und merkt. Ah ja, hier noch, das habe ich auch im neuen Video schon erklärt euch. Hier haben wir eine Minimum- und eine Maximumfüllung. Beim alten gibt es nur eine Maximumfüllung. Genau. Und man muss wissen, bei der Minimumbefüllung heißt, je weniger Wasser auch bei dem, desto leiser ist es. Maximal, dann hat er maximal auch die 45 Dezibel. Ja, wir stecken das jetzt drauf, tun die Kabel schön öffnen und dann fangen wir mal an, dass wir dann auch mal ein Geräusch-Test haben. Also ich finde schon, dass er ein bisschen leiser ist. Er hat halt wie gesagt eine andere Tonlage, aber das werden wir jetzt dann nachher gleich mal ausprobieren. Genau, hier muss man gucken, dass er eingerastet ist. Der hat so drei Ecken, dann ist er da fest. So, erklär du kurz rein, wie man den am besten anschaltet. Also man hat hier die Farbregelung. Ja, die, was sind das, Beschriftung der Knöpfe ist einmal... Also einmal 1, 0 und 2. Genau, bedeutet, was bedeutet 1? Da wechselt er die Farbe. Da hält er die Farbe fest bei 1, ja? Ah ja, genau, bei 2 wechselt er. Genau, und bei 0 ist dann das Licht aus. Das Licht aus, genau. Ja? Jetzt machen wir mal. Hier rechts habe ich den Anknopf. Genau. Da habe ich nur 1 und 0, also... Genau, ja. Da kann man nur anschalten, ob er rotiert oder ja, nicht. Ja, genau, richtig. Hier haben wir das gleiche, nur oben. Kannst ruhig aus. Also, da kann ich hier leicht drauf drücken. Mal wieder Vorführeffekt wie letztes Mal. So, achso, war wieder nicht richtig drauf. So. Ah ja. Ihr hört, da kann man es anschalten. Und hier kann man die Farben wechseln. Ich habe das letzte Mal probiert, weil das letzte Mal nicht so ganz so gut geklappt hat. Man kann da auch die Farben feststellen, da gibt es drei Knöpfe, da muss man dreimal öfters klicken hintereinander. Jetzt wechselt er die Farbe, wenn ich nochmal drauf klicke, hält er die Farbe und wenn ich nochmal drauf klicke, geht die Farbe aus. Also, er wechselt jetzt die Farbe, ja, dann klicke ich nochmal drauf, dann hält er die Farbe, das ist so wie hier bei der Funktion und dann kann ich die Farbe auch ausschalten. Man sieht es bei ihm jetzt nicht so gut, ist ein bisschen schlichteres Licht, aber im Dunkeln sehr gut. Ja, eher unauffällig, sagen wir es mal so, ja. Genau. Wir können ja mal einen Geräuschtest machen. Jetzt mache ich mal meinen aus und du machst mal nur deinen an. Also man hört hier schon deutlich vom Geräuschpegel, sage ich jetzt mal, dass man also der alte... finde ich, deutlich lauter ist als wieder neue. Ja, weil ich glaube... Hält natürlich auch was mit Wasser zu tun, weil bei mir vor Haus aus mehr Wasser drin ist, grundsätzlich. Genau, ich habe jetzt mal auf Minimumbefüllung gemacht. Aber es ist trotzdem auch hier, man muss bedenken, er hat hier nur zwei Teile und hier sind drei Teile. Das heißt, man hat ja auch viel mehr Vibration zwischen den Teilen. Ja. Und so kommt es mir ein bisschen rüber und er ist ein bisschen höher von der Lage her. Ja. Jetzt machen wir den nochmal an. So, und ihr hört hier, man hört auch ein bisschen Rotation, aber man hört es eigentlich mehr plätschern. Ja. Ja. Genau. So. Wie gesagt, man kann diese Aeras, diese Lufterfrischer, sind ja dafür da, die Luft zu desinfizieren. Das können wir mit unserem Sanitizer machen. Genau. Oder unserem natürlichen Aquafresh, ja. Ja, um die Luft zu desinfizieren und unseren Ölen. Wichtig, was die Garantie betrifft. Alle beide Geräte bitte nur mit Hühlerprodukten verwenden, weil sonst verfällt die Garantie. Das ist wichtig zu wissen, weil die sind auch getestet, dass die Behälter nicht sich verfärben. Ja, genau, oder und auch wichtig bei den Wasserbehältern, bitte niemals in die Spülmaschine. Da als kleiner Tipp von meiner Seite her, ich habe mir ein Poliertuch gekauft, ja, so ein richtig tief für die Autos eigentlich ist das. Und damit reinige ich die auch, weil wenn ich die mit dem Geschirrtuch trocken mache, dann verkratzt und dann wird es blass. Ja, man sieht das hinten auch ein bisschen bei dem Aera. Wenn man schön viel Freude haben will und es so glänzt und durchsichtig sein soll, am besten ein Poliertuch nehmen und
regelmäßig anmachen, mit am besten Luftdesinfikant, auch was Schimmelsporen betrifft. Ja. Ja. Und wenn er das Gerät nicht benutzt, am besten das Wasser rausnehmen. Hast du noch was von der Form oder möchtest du nur was sagen? Nö, ich glaube, wir haben alles gesagt. Wir haben alles, glaube ich, gesagt. Bei Fragen schreibt uns einfach. Ja. Eure Kommentare würde es uns auch sehr freuen. Abonniert unseren Kanal, ja, genau. The New Mountains, ja, auf Instagram, Facebook, YouTube, ja, alles, was es halt da draußen gibt heutzutage. Und wenn ihr entweder den Aera oder den Lufterfrischen bestellen wollt, würde es uns sehr freuen, wenn ihr das über uns machen würdet. Ja, wir sind dann eure persönlichen Ansprechpartner, wir helfen euch auch gern. Und wenn ihr unseren großen Hühler sehen wollt, gern auch online oder offline, stehen wir zu eurer Beratung zur Verfügung. Und ich hoffe, wir konnten euch einen kleinen Einblick geben, was unseren Lufterfrischer betrifft und eure Fragen beantworten. Und dann wünschen wir dir euch alles Gute und freuen uns, wenn wir die Lufterfrischer bei euch auch bald zu sehen bekommen. Genau, bis dahin. Bis dahin, ciao.